Was geht ab, so Leute, wieder auf meinem Kanal, Leute. Heute ist halt mal, wie ihr einen neuen PlayStation 5 Controller hier mit der PlayStation verbinden könnt. Das ist mein alter Controller. Der hat leider schon Stick Drift, Leute. Das kann ich euch mal jetzt hier zeigen. Vielleicht sieht man das hier. Ja, jetzt funktioniert es nicht, aber hier ist, so erkennt man schon. So, Leute, zuerst müssen wir hier in der Einstellungen. Dann müssen wir hier hin. Denn hier, dann brauchen wir den neuen Controller, Leute. Die zwei Tasten hier drücken, Leute, die zwei. Und jetzt blinkt er und hier, voilà. Also, bro. Und jetzt müssen wir uns verbinden. So. Und wir sind verbunden, Leute, hier. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen warten. So, Leute, jetzt könnt ihr den alten löschen, Leute. Ich lösche jetzt erstmal den alten, weil der alte hat der Stick Drift. Hier. So. Und jetzt ist der alte raus, Leute. Ja, Leute, das wäre auch sehr nett, wenn ihr mir ein Like oder dafür ein Abo dafür da lassen würdet, Leute. Und haut rein und ciao.